Jo, wir rennen mal hier runter zur Straße. Ah, da sehen wir wieder meine Lieblingsfreunde. Die haben schon auf mich abgesehen. Die Fruchtfliegen, Blutfliegen. Arschgeier, dreckige Mistviech-Typen. So, komm her. Aber ich bin gerade mal froh, dass ich schon Level up bin. Dadurch habe ich schon ein bisschen mehr. Boah, die Waffe hat so dermaßen geringe Reichweite. Stirb! Was bist du? Bist du ein Räuber oder bist du der fahrende Händler? Kann ich dir trauen oder nicht? Ich speichere mal vollshalber. Sieht mir aus wie ein Pirat, oder? Hallöchen, Schnuffel, wer bist du denn? Greg. Hey du, guck mal her. Was ist du? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Okay. Hör mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ja, immer. Aber so wie du sprichst, ist er eindeutig ein Norddeutscher und ein Seefahrer, nicht? Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Um was geht es? Lass das Gefasel, sag mir, was du willst. Siehst du, genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Richtig. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Ja, was willst du? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. Willkommen im Club. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Gut. Ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Na schön, aber beeil. Okay, also ich würde mal schätzen, wir müssen doch zu dem Fuzzi, der sich da oben bei den Wasserfällen versteckt hat. Aber erst, nachdem wir uns saubere Kleidung geholt haben, weil ich glaube, dann haben wir ein bisschen mehr Rüstung. Ah, der Händler, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, mit mehr Rüstung kommen wir schon mal wesentlich weiter. Ein starkes Schwert haben wir ja schon mal. Für Kanta. Sieh an, wen haben wir denn da? Kennen wir dich? Du bist auf dem Weg in die Stadt. Habe ich nicht recht? Vielleicht. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Jetzt geht's los. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Okay. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Nein. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch... Naja. Ja, hast du. Willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren?
Darüber können wir sprechen. Ich habe aber keinen Bock, so einem schmierigen Kerl auf der Parkbank einen Gefallen zu schulden. Zeig mir deine... Such dir was aus. Ich suche mir immer was aus. So ist es ja nicht... Boah, kostet das viel. So, hier ist eine Bratpfanne und was zu... Ne, Laborwasserflasche. Wein. Hm. Ja, wie viel braucht der andere denn? Amulett der Geisteskraft. Meine Fresse, hat der Kerl viel Zeug. Aber das Schöne ist, das Handelsprinzip ist ein bisschen einfacher Gestalt nun. Wie man unschwer erkennen kann. Man muss einfach nur noch hin und her schieben. Und schon ist alles geritzt. Auf irgendeine Art und Weise. Auf eine höchst interessante Art und Weise. Er hat mehr Zeug und ich habe meine Ruhe. So. Nehme ich noch Zeug? Nee, ich lasse es mal. Ja, so. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Von mir. Ja, ja, ja. Du bist jetzt pampig, weil ich dich nicht reingelassen habe. Also fick dich! So. Und ein weiteres So für die Sammlung. Hust, hust. Röschel, röschel. Vino, ich habe Wein für dich. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Richtig. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Finde ich doch sehr gut. Das erinnert mich jetzt auch eine ganze Ecke an die Aufnahme im alten Lager, von wegen mit den Gefallen. Ich könnte jetzt die Schafe abmurksen. Damit da oben ein Stonehenge. Ah, cool. So, ich leg mich hier schon mal hin. Schlage ich so vor. Gute Nacht. So. Ja, guten Tag. Du traust dich noch zurück? Was hast du mit meinem Geld gemacht, du Taugenichts? Ich hab denn da... Es hat etwas länger gedauert. Hier hast du deine Pfanne. Ach, gib schon her, das Ding, sowas Dreistes. Unglaublich. Was dann? Warte mal. Was denn? Hast du was zu essen für mich? Tagediebe füttern wir hier nicht durch. Geh! Hallo? Ist jetzt... Boah, ist jetzt pampig, weil ich da gepennt hab, oder was? Sag mal, geht's noch? Hey. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Okay. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. 40 Goldstücke. Das klingt schon gut, aber... Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Ja, 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 ja. Pass mal auf, ich gucke jetzt mal, ob der Kerl hier drüben noch was hat. Und der alten Zahl ist heim. Da kann die aber jetzt einen drauf lassen. Gucken, ob der noch irgendwas für mich zu tun hat. Nee, der hat nichts mehr mit mir zu tun. Dann werde ich jetzt mal gucken. Ich weiß ja, wo die Kleidung ist. Die ist da in der einen Truhe neben dem Bett. Ich gucke jetzt mal, ob ich die klauen kann. Aber ich glaube, es hackt. Nur weil ich da mal gepennt habe, um meine Mana, mein Leben aufzufüllen, macht die Alte gerade so einen Abriss. Nee. Das mache ich hier nicht mit. Sowas machen wir hier mal schön. Nicht so speichern. So, Alte, du kannst mich jetzt mal gucken. Guckt sie gerade? Nein. So. Das hast du jetzt davon. So. Jetzt habe ich mein Geld gespart, habe Erfahrung bekommen und habe Klamotten. Die ziehe ich jetzt aber noch nicht an. Ihr könnt mich jetzt alle mal gern haben. So. Das habt ihr jetzt davon. Ich glaube, es hackt, mich als Dieb zu beschimpfen. Jetzt habt ihr wenigstens einen Grund. Jetzt mache ich mich doch nochmal zurück in die Berge, bevor ich jetzt da unten... Nein! Ja, jetzt habe ich auch gesehen, das Ding gegessen. Wollte ich doch gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Bauernkleidung. Ha, wir sind ein bisschen geschützter. In dieser rauen, harten Welt. Mit 15 Verwaffen und alles. So, kommt her, ihr Fliegen. Jetzt fasst ihr es mal so richtig. Stirbt doch. Ja, da ist das Symbol, dass sie sich verpissen.
Gut. Die Marsch aber noch platt. Das lasse ich mir hier immer noch nicht bieten. So. Attacke. Der Schweinebacke. Da drüben sind auch Wölfe. Aber ich muss aufpassen. Ich darf jetzt nicht zu übermütig werden, weil wir wissen ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Aua. One-hitted. Sehr schön. Stirb doch. Stirb. So. Was mir da gerade noch einfällt. Eine weitere Neuerung für das System. Wir haben jetzt bei unserer Einhandwaffe, die gibt plus 3% für Einhänder. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man zwei Stufen lernt, dann ist man, wow, der King. Sondern man muss das wirklich hochleveln. Jetzt genauso wie Stärke und sowas. Also, die haben einem jetzt schon hier wesentlich mehr Möglichkeiten gegeben, seinen Charakter zu gestalten, was natürlich auch wesentlich mehr Lernpunkte am Ende verballert. Wir kriegen weiterhin pro Level 10 Lernpunkte, wie man da unschwer erkennen kann. Und die gilt es erstmal auszugeben und so weiter und so fort. Ach ja. Jetzt rennen wir erstmal hier wieder den Berg hoch. Was sind wir eigentlich schon runtergerannt, wenn wir jetzt doch wieder hier hochrennen? Aber wir wollen uns ja ein bisschen vergnügen in diesem Spiel. Wir wollen es ja genießen. Wir wollen uns alles mal so ein kleines bisschen anschauen. Vor allem diese Landschaft hier ein bisschen, was ein paar Pflanzen mehr ausmachen können. Ach, das ist einfach nur geil. Ich könnte jetzt sagen, bring mir was bei, aber ich will mir alles... Oh, was ist hier noch? Oh, eine Axt. Oh, ist hier noch ein bisschen besser? Oh, die ist ja noch besser. Scheiße, benötigt diese Stärke 40. Ja, so viel habe ich nicht ganz. Ich dümpel so bei 16 circa rum. Aber hier gibt es noch Zeug, was ich aufheben kann. Muhaha. Da noch was? Ne. Ich werde diesen Kerl finden. Wenn es das vermutlich Letzte ist, was ich tue. Denn er wird mir sicher sagen können, wie ich der Allergrößte werde. Und Pokémon-Trainer. Ne. So, das Tal hier. So. Ne, dahinter ging es ja nicht weiter. Ich muss der jetzt hier runter. Ach ja. Ach, ich wundere mich gerade, was für ein Geräusch ist. Draußen vorm Fenster gurrt irgendwo eine Taube rum. Apropos Taube. Ich habe mich letztens nachts hier so dermaßen erschrocken. Ich habe jetzt gedacht, jetzt ist irgendein Einbrecher im Haus. Aber ne, vor meinem offenen Kellerfenster ist einfach nur eine Katze im Kiesbett rumgerannt. Und ich habe hier einen halben Herzinfarkt bekommen. Das konnte natürlich nicht sein. Darum habe ich der Katze mal gelauscht, habe ihr dann den Arsch getreten und dann habe ich weitergezockt. So viel eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Wir speichern wieder. Dass wir es ja nicht verlernen, wie man speichert. Uhu. Yippie. Wir haben unsere Akrobatik nicht mehr. Die müssen wir unbedingt wieder lernen. Selbst wenn wir Magier werden, wir brauchen Akrobatik. Wah. Muss viel mehr Akrobatik geleistet werden hier. Alles aufnehmen, wie immer. Gucken, ist hier noch was? Versteckt im Busch. Ah, da ist was. Ja, Spruchrollen und Mana-Tränke, die kann ich alle sehr gut gebrauchen. Miau. Komm schon, komm schon, komm schon. Heilkräuter. Oh oh. Da jammert doch wer. Wer will denn da was von mir? Ein ganz junger Wolf. Ein junger. Komm, stirb. Das war alles? Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Dafür, dass die einem bei Gothic 1 so... Lester! Ne, komm her! An meine Brust, Kollege! Du alter Sektenspinner! Komm her! Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester! Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Da will doch gerade wer was. Ich höre was. Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt weglegen musste, aber ich hatte gerade beträchtliche Angst um mein... Viel weniger. Um mein Leben. Um mein von Lester beschütztes Leben. Hier ist gerade noch einer rumgerannt. Hier ist er. Komm her, du kommst noch her, Kollege. Hey, one-hitted. Noch irgendwas hier rum? Nee, sieht nicht so aus. So, Lester, wir können weiterreden. Komm mal wieder zu deinem Lagerfeuer erst. Wo extremst die Frösche quaken.
So, reden wir nochmal mit dir. Komm mal her. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ist ja nicht mehr viel Ohne übrig. Ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Sehr gute Entscheidung. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hast du eine Ahnung? Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke okay. für den Tipp. Nee, das reicht mir erstmal. Guck mal, habe ich schon mal von einem 10? Ja, hier, Heilpflanzen. Eine ganze Menge. Gut, danke, Lester. Hast mir definitiv schon weitergeholfen. Das kann ich sicher auch der anderen Flachzange da vor Korinnes erzählen. Wo ging's hoch? Hier ging's hoch. So, jetzt kann ich also endlich wieder rausrennen. Ich sehe nichts. Gebüsch. Zu viel Gebüsch. So. Den Lester habe ich getroffen. Das freut mich ja, dass der es auch hier rausgepackt hat. Und jetzt laufen wir wieder zurück durch dieses grandios gestaltete Landstück. Hier, so muss das aussehen. Das hier ist quasi Skyrim in weniger guter Grafik. Anders kann ich die Landschaft eigentlich nicht deuten. Sieht einfach klasse aus. Die ganzen Wurzeln, die aus dem Fels rausragen. Fanatisch. Wer gießt denn die ganzen Bäumchen? Und es ist faszinierenderweise, egal wie tief ich bin, es gibt immer noch irgendwelche Wurzeln. Wer hätte es gedacht, wie tief Wurzeln doch sein können. So, alle hopp. Xardas, da bin ich wieder. Hat er schon ganz schön lange gedauert. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde hier am Rumrennen. Ich dachte fast. Wir sind, ja, also wir haben vor der Stadt jetzt definitiv schon mal so ziemlich fast alles erledigt, was wir so erledigen können. Da wird es jetzt Zeit, dass wir uns nach Korinnes selbst begeben. Wir haben jetzt schon mal die Bauern beklaut, die ja dumme Arschgesichter sind. Also echt, boah, das habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, ich habe aber auch nie vorher geschlafen mal. Dass die Alter jetzt so pampisch ist. Normalerweise gibt die mir immer noch schön was zu essen, aber nein. Da ist man mal einen Tag unterwegs und schläft im Bett von der Alten. Da wird die gerade pampisch. Weiber. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt echt nicht sagen. So. Wo sind wir dann jetzt hier? Ich bin hier gerade meine Uhr am klarstellen. Und ich sag schon wieder so oft, so. Das kann's doch nicht sein. Du mit deinen 40 Goldmünzen da, du kannst mir mal da buckeln, rauf und runter rutschen. Nee. Irgendwann komme ich wieder und schlachte dir alles ab. Weil du es dann einfach nur verdient hast. Pissnelke. Ja, ich könnte hier den nochmal fragen. Der fällt mir gerade so ein. Der hat doch eben was gesagt. Er wüsste auch noch, wie man in die Stadt kommt, glaube ich. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Achso, nee. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was mich interessiert, ja. Neuigkeiten brauche ich hier nicht so aus der Gegend. Interessiert mich gerade mal recht wenig.
Komm her. Altes Stück. Wegen der Stadt, ja? Schon eine Idee? Ja, ganz viele. Nee. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Natürlich. Ach, muss ich das echt abgeben? Ich muss doch... Mach ich nochmal. Ich speichere mal. Ich habe jetzt erstmal getan, was ich tun wollte.